Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Graphos Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Minecraft, The Lost Potato, Kapitel 3. Ja, gleich zu Anfang, vorerst wird es hier nicht weitergehen mit Kapitel 3. Ich muss sagen, es war mir jetzt nicht möglich, die drei nächsten Rätselräume ohne Cheaten zu schaffen. Es ist irgendwie teilweise noch sehr verpackt, sehr unausgereift, Kapitel 3. Und ich muss sagen, jetzt im nächsten Rätselraum, der jetzt gekommen wäre, ich habe 1,5 Stunden damit verbracht. Ich wusste, was ich tun muss. Das Problem ist, es hat einfach nicht hingehauen, weil erstens mal die Mobs nicht so mitgespielt haben, teilweise andere Bugs auftraten und es ging dann einfach nicht. Und mir kommt vor, die Musik ist hier ein bisschen laut. Ich schalte sie hier ganz ab, so. Und ja, war dann bei den nächsten zwei dann nicht anders. Auch jeweils bei jedem Raum 1 Stunde herumprobiert und gedüftelt und alles. Ging einfach nicht, weil einfach irgendwie, man wurde immer irgendwo eingeklemmt, ist irgendwo gestorben und so. Ja, ich warte jetzt einfach drauf, dass die Map geupdatet wird. Und sobald das geschehen ist, werde ich da weitermachen. Habe auch im Internet drüber gelesen, dass sich auch ein paar andere beschwert haben, dass Kapitel 3, ja, viele Bugs drin gibt und alles. Und da warten natürlich schon viele drauf, ob da irgendwie ein Update oder was kommt. Und der Kartenbauer hat auch gesagt, ja, er wird sich darum kümmern und in Kürze soll so ein kleines Update erscheinen, das die meisten Fehler behebt. Ich bin gespannt. Man würde mir schon reichen, wenn ich da wirklich jetzt mal 2, 3 Räume weiterspielen könnte. Und ja, ich will es auf alle Fälle zu Ende spielen. Mir gefällt diese Karte. Und was ich so gelesen habe, arbeitet ja schon fest an Teil 4, also Kapitel 4. Und ja, ich bin echt schon gespannt, wie es weitergeht. Wann man dann wirklich auch diese verschwundene Kartoffel findet und so weiter. Aber wie gesagt, vorerst, ich pausiere es wirklich mal nur kurz. Und hoffe wirklich, dass das Update kommt. Also keine Sorge, wird nicht abgebrochen. Ich wollte das Video jetzt nur machen, damit ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert, ja, wieso kommt jetzt Tage, wochenlang kein Minecraft mehr. Gut, wochenlang, ich hoffe, so lange braucht er nicht. Und ja, ich hoffe wirklich, dass wir uns dann bald wieder sehen. Und ja, vorerst lasse ich es bei 2 Let's Plays dann, weil ich ja wirklich hoffe, es kommt bald. Und ja, das war's von mir. Ihr wisst jetzt Bescheid, in Zukunft werde ich es wirklich anders machen. Sollte mal irgendwie ein Video oder sonst irgendwas ausbleiben, schaut einfach bei meinem Kanal direkt drauf unter Diskussion. Da könnt ihr direkt auf den Kanal Kommentare hinterlassen, da werde ich jetzt immer sowas reinschreiben. Ich schreibe es bei Facebook, ich schreibe es auch bei Twitter drauf. Bei Twitter drauf und ja, dann erfahrt ihr gleich, wieso, weshalb, warum mal eine Folge nicht kommt oder sowas oder verspätet kommt. Und dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Ja. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ich meine, ihr selber wolltet sicher auch irgendwie ausgereifter sehen und nicht, dass ich mich da rumärgern muss und wirklich dazu gezwungen bin, zu cheaten. Denn das will ich ja auch nicht. Und ja. Gut. Ich sag dann danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Also, macht's gut. Ciao, euer Graphos.